herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Am Mittwoch, den 25. September 2019, hat sich gegen 9.50 Uhr auf der A98 zwischen der Anschlussstelle Lörrach Ost und dem Nollinger Bergtunnel ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Mitteilungen der Polizei ist ein Kleintransporter mit überhöhter Geschwindigkeit beim Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Transporter in zwei Teile gerissen, der Fahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Rega 2, der in Basel stationiert ist, in eine Klinik transportiert. Der Fahrer des Sattelzugs ist glücklicherweise nur mit dem Schrecken davongekommen und der Nachrichtenbeitrag folgt. Mit voller Wucht in ein Sattelzug gekracht und anschließend in zwei Teile gerissen, ist ein Transporter am Mittwochmorgen auf der Autobahn zwischen Lörrach und Rheinfelden, der das Stauende übersehen hatte. Der Fahrer kletterte anschließend schwer verletzt aus dem Fahrzeugwrack und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Rheinfelden. Am Mittwoch, den 25. September 2019, gegen 9.50 Uhr, ereignete sich auf der A98 ein schwerer Auffahrunfall. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Fiat-Transporters ist nach Mitteilung der Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf das LKW-Stauende aufgefahren. Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt, kletterte jedoch selbstständig aus dem Wrack heraus und war noch ansprechbar. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Rega 2 in die Klinik nach Lörrach geflogen. Der 22 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision drehte sich der Fiat über den linken Fahrstreifen aus und kollidierte im weiteren Verlauf seitlich mit der Zugmaschine. Die Karosserie des Fiats wurde auf der rechten Seite vollständig aufgerissen. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 36.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt. Da das Dach und die Seitenfläche des Transporters weggerissen war, musste er für die Bergung mit einer Flex noch zerlegt werden. Im Einsatz war neben dem Rettungshubschrauber Rega 2, den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei auch die Autobahnmeisterei Efringenkirchen, die für die Absicherung der Unfallstelle, Unterstützung der Bergung und Reinigung der Fahrbahn zuständig war. Die Sperrung der A98 wurde um 13.50 Uhr aufgehoben.